My stomach is growling, honey. It's gonna make our meat tasty. Let's fire the cook and grill for the rest of our lives. So, Freunde, es gibt was Neues für den Klapper, Freunde. Der Windschutz des Glücks. Hier haben wir ein schönes Steak. Ne? Ordentlicher Kamerad. Dry Edge hier, Tomahawk. Und hat natürlich auch eine Stange Geld gekostet. Halb so teuer wie der Klapper, Freunde. Ja, ganz genau. Aber der Grill ist erstmal egal. Das Fleisch ist wichtiger, Freunde. Salzen wir es erstmal. Es geht doch nichts über ein schönes Dry Edge Tomahawk Steak. Ja, Freunde, ja, das ist nicht ganz billig, habe ich ja schon 10-mal erzählt, aber ich teile es mir mit den Jungs quasi so als Starter, ne? Wir ballern ordentliches Pfund drauf, ne? Und dann kann jeder mal dran schnabbern hier oder probieren oder naschen, ne? Und ja, wieso nicht, ne? Ist auch ein ganz gutes Ding zum Starten. Wenn man sich mal was Gutes gönnen will, holt man sich was beim Fleischer des Vertrauens. Es muss nicht um die halbe Welt geschickt werden. Was haben wir hier? Das ist der steckbare Windschutz, Freunde. Steckt man zusammen, hakt es ein, drückt es drauf, passt. Entwickelt vom Carsten Sens für meinen Klappo. Ganz genau. Ja, wir beiden haben uns da ein paar Nächte Schnaps reingeballert und dann kam dieses Ding dabei raus. So, obendrauf hier passen Spieße hier. So, hier, ich zeig's euch nochmal. Hier meine Barbecue-Spieße, klein hier zum Abschleifen. Natürlich für die Rundumräume. Ich mag nicht nur zwei Seiten. So, hier. Sternförmig. So. Und hinten rund, dass ihr es einhändig bedienen könnt. Ihr könnt in der anderen Hand ein Bier halten. Na, ganz genau. So, jetzt hier. Gitter könnte man oben drauf stellen. Ja, bleibt hängen hier. Bleibt stehen, ne? Rutscht nicht weg. Ja, und die anderen Löcher sind dafür da, dass ihr quasi das Gitter Höhen verstellen könnt. Ihr könnt von der linken Seite zwei Spieße reinballern und dann das Gitter hochpacken, ne? Und insgesamt habt ihr jetzt 5 Erhöhungen quasi. Also ganz unten und ganz oben, ne? Also 5 verschiedene Erhöhungen. Naja, viel Spaß damit. Ah, Freunde, Kohle rein, ne? Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Boah, die Flames, ne? Ja, da würde ich mal sagen, ne? Alle Kinder stehen vorm Brennen aus. Nur Klaus, der guckt raus. Ja, ganz genau, ne? Oder alle Kinder stehen ums Feuer, ne? Nur Brigitte, die ist in der Mitte, ne? Ja, kennt ihr alle, ne? Oder allen Kindern steht die Fritteusen Wasser bis zum Hals, ne? Nee, das ist er nicht. Nur Peter, der geht noch einen Meter, das passt ja nicht, ne? Naja, egal, Freunde. Nee, Rainer, der ist kleiner, so war's. So, Freunde, geht da unten ran? Wir wollen da richtig anbrutzeln hier, ne? Hier, Steak nehmen. Mal Full Power hier, ganz genau. Lassen wir es brennen, Freunde. Ja. Umdrehen hier. Boah, hier eine Zeitlupe für euch. Ihr seht, Freunde, der Klappo hat Power. Auf unterster Ebene natürlich, Freunde, ist ja ganz klar. Da kann er so ein Steak mal anbrutzeln. Man braucht doch eigentlich gar keinen 5.000-Euro-Grill, oder? Der Klappo reicht. Man braucht nur teures Fleisch. Ganz genau. Ja, auch die, wenn wir die Rundumbräune haben, ne? Auch hoch kann man draufhalten, ne? Mit dem Night Shoe. Für Recht und Gesetz kein Problem hier. So, hier geblieben, nicht umklappen hier. Oh, die andere Seite auch noch mal ein bisschen brutzeln hier. Die Sizzle-Zone des Mannes hier. So. Okay, haben wir es angebrutzelt. Müssen wir irgendwie nachziehen gleich, ne? Zack, legen wir es erstmal hier hin. Und dann, zack, hier. Spieße nehmen. Schon mal oben startklar machen. 2 reichen da, ne? Ihr braucht nicht alle 5 kaufen. Und 2, ne? So, gibt's aber nur im 5er-Set, Freunde. Naja, kleiner Gag am Rande. Jetzt können wir es oben drauflegen hier. Zack, hier geblieben. Die Kohle. Klappo ist ja geräumig. Macht man in der Mitte so ein bisschen Freiraum. Da kannst du ein bisschen nachziehen. Da muss man halt immer mal ein bisschen wenden. So, ne? Damit man gleichmäßig durchkriegt, ne? In der Zwischenzeit schüttet man noch ein Bier in den Kopf, ne? Oder in den Koch, ne? Genau, mir wird da schon eins gezapft. Danke, dritte Hand. Und ich drehe hier mal ein bisschen hin und her, ne? So. Scheint startklar zu sein. Runter damit, Baby, ne? Ja. Oh, sieht das gut aus. Oh, gute Kruste hier. Hier noch mit dem Messer runter. Kratzomat. 3000. So.
Okay, Freunde, da ist es auch schon. Oh ja. Yeah. Ja, schneiden wir es mal an hier. Grillschirmmesser schnappen hier. Das neue Grillschirmmesser, so wie es im Shop heißt. Sägt man am Knochen so dran her. Oh, eine kleine Fetttraube noch. So, und dann runter damit. Kann man noch ein bisschen am Knochen knabbern hier. Da ist noch was dran. Bloß nicht wegwerfen. Aber kümmern wir uns erstmal um das Fleisch. Das gute Stück hier. So, kurz zur Seite packen. Und dann sägen wir an. Mal sehen, ob es was geworden ist. Boah, perfekt, würde ich sagen, ne, Freunde? Oh, hier ein bisschen zu schmal abgesägt. So, hier, komm, wird mal ein bisschen dicker hier. Ein paar Tranchen für die Jungs, ne? Hier wollen wir mal probieren, ne? Perfekt, Freunde. Wer braucht denn da noch so einen Beefer oder so einen Hobeizingel? Weiß auch nicht mehr. Das war mal Trend, glaube ich, oder? Wer benutzt so ein Ding noch oder wer kauft sich sowas noch? Schreibt's mir in die Kommentare. Oh, mal probieren den Lappen, ne? Mal sehen, ob's geht. Oh, richtig gut, Freunde. Dry-Age Deluxe, Freunde. Ist halb so teuer wie der Klappo, aber es schmeckt dafür geil, Freunde. Na, ah, das müsst ihr euch mal gönnen. Ein paar Bierchen, ein paar Jungs dazu. Und dann nur eine kleine Steakreise. Dann will ja von jedem mal was kosten, Freunde. So. Ganz genau, Klappo wieder zusammengeklappt, sieht das so aus hier mit dem Windschutz. Also der passt ungefähr genau da drauf und ja, macht das Ding nicht wesentlich höher. Ne? Daumen nach oben brennen lassen, Freunde, für diese kleine Eigenwerbe-Lunso-Mato-Nummer vom Klappo Windschutz, Freunde. Aber ihr sollt natürlich immer das Beste kriegen. Bis bald, Freunde.